Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem kleinen informativen Video heute zum... Was ist heute eigentlich für ein Tag? Gut, heute, wo ich es aufnehme, ist ein Montag, also ist dann, wo es rauskommt, Dienstag. Und zwar, es geht um den Forbes-Artikel, den ihr, oder von dem ihr bestimmt schon gehört habt, der sich auf Star Citizen bezieht und sich über Star Citizen auslässt. Und ich möchte gerne in diesem Video möglichst objektiv euch kurz darüber aufklären. Es wird nicht lang gehen, will mich eigentlich ungern sehr lange mit dieser leidigen Sache rumschlagen, um ganz ehrlich zu sein. Ich möchte euch aber gerade die, die vielleicht erst seit kurzem bei Star Citizen sind und jetzt vielleicht Angst haben oder sowas, ein bisschen darüber aufklären, was es damit auf sich hat und was es für Konsequenzen hat. Nun, machen wir es ganz einfach. Es gibt noch ein bisschen längeres, ein ausführlicheres Video, das kann ich euch sehr empfehlen, das ist von der GameStar, die haben dort nachrecherchiert, also wer sich nochmal eine ausführlichere Version angucken will, gerne mal beim GameStar-Channel vorbeischauen. Die Kurzfassung ist im Prinzip ganz, ganz simpel. Forbes ist ein Wirtschaftsmagazin, was ja eigentlich doch sehr angesehen ist, muss man sagen. Und dieses Magazin hat sich jetzt mit Star Citizen vor kurzem befasst oder schon länger befasst und hat jetzt einen Artikel rausgebracht, der gegen Star Citizen schießt. Also quasi ein sehr, sehr negativer und kritischer Artikel, wo diverse Kritikpunkte angebracht werden, wie zum Beispiel, dass das Spiel Ewigkeiten nicht fertig wird, dass es teilweise unmöglich ist, bestimmte Dinge zu machen, angeblich unmöglich ist zumindest, und auch diverse, sagen wir mal, Probleme innerhalb der Firma, also zwischen Chris Roberts, dem Chef der Firma quasi, und den, den Entwicklern und so weiter und so fort. Man muss aber zwei Dinge auseinanderhalten. Es ist nämlich nicht so, dass das alles neue Informationen sind. Die Wahrheit ist, und das könnt ihr auch alle nachgucken, diese, also wirklich alle Informationen, alle, ausnahmslos, die sich auf das Spiel beziehen, sind alt. Diese Informationen, diese Kritiken quasi, sind von 2015, 16, vielleicht noch ein paar aus 17 und das war's. Da ist nichts dabei aus dem Jahre 2018, also seit 3.0, darauf gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr ein, und auch nichts aus diesem Jahr, es ist alles alter Käse. So, das Einzige, was neu ist, ist ein bisschen kurioses Privatleben-Gedöns, aber darauf, ich weiß nicht, also das hat für mich mit dem Spiel gar nichts zu tun, das ist meine Meinung dazu. Einige mögen vielleicht sagen, ja, wenn aber das Privatleben von Chris Roberts komisch ist, dann hat das Auswirkungen auf das Spiel. Das kann natürlich sein, aber im Endeffekt, das ist eine riesige Firma, die dahinter steht, hinter Star Citizen, und nicht nur ein Mann, auch wenn er sehr, sehr viel kontrolliert natürlich, aber im Zweifel, mal ganz ehrlich, wenn Chris Roberts da Probleme hätte, die zu gravierend sind, dann wird er im Zweifel, ja, abgelöst oder in irgendeiner anderen Form wird das Spiel trotzdem entwickelt. Das hat also mit ihm erstmal gar nicht, also mit dem Spiel hat es erstmal gar nichts groß zu tun. So, also das ist das einzig Neue, also Boulevardpresse von der Forbes, muss man hier sagen. Und die ganzen Kritikpunkte, vielleicht nochmal dazu was, man muss einfach zwei Dinge auseinanderhalten, nämlich den ganzen großen Zeitraum vor der 3.0 und den Zeitraum nach der 3.0. Und das habe ich schon von Anfang an gesagt, ich bin ja auch kein Träumer, ich bin ja schon, und ich versuche zumindest immer realistisch zu bleiben, auch wenn ich Star Citizen sehr, sehr gerne habe, ist es halt so, ich habe immer gesagt, die könnt auch gerne nochmal die ersten Folgen gucken, wenn ihr mögt. Da habe ich das immer wieder, also mehrmals auch gesagt. Ich hatte immer so ein bisschen Sorge bei Star Citizen, ob die fertig wären. Weil es hat einfach alles ultra lange gedauert. Es kam kein Patch und ewig ist nichts passiert. Und dann habe ich mich erst mit der 3.0 entschlossen, überhaupt Star Citizen Gameplay zu machen, weil ich bin mir auch natürlich so ein bisschen der Verantwortung bewusst, wenn man YouTube-Videos für ein Spiel macht, dann ist das natürlich indirekt Werbung. Und ich will keine Werbung für Müll machen. So, das ist halt meine Ansicht darauf. Und seit der 3.0 bin ich mir aber zu 100% sicher, gut, 100 ist halt übertrieben, zu 99% sicher, dass das Spiel ein sehr gutes Spiel wird und auch fertig wird und auch erfolgreich wird. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Mit der 3.0 haben sie das Tempo stark angezogen. Wir haben seither, haben wir quartalsweise Patches, seit letztem Jahr. Und das setzen sie dieses Jahr fort. Das wisst ihr alle, die jetzt schon ein, zwei Jahre dabei sind oder länger. Davor war das immer so ein Rumgedruckse, da wurde hier was verschoben und das ist nicht fertig geworden und hin und her.
Das hat sich ja komplett geändert. Und darauf geht der Artikel eben überhaupt nicht ein. Und deswegen ist die Kritik auch aus meiner Sicht, das ist jetzt meine Meinung, das ist jetzt nicht mehr objektiv, aber das ist meine Meinung, anhand der Fakten, ist dieser Artikel quasi wertlos. Weil, ja, wir wissen ja alle, dass das Spiel damals sehr, sehr langsam war und sehr, sehr, also Ewigkeiten nichts passiert ist. Aber das ist vorbei. Wir haben seit der 3.0 jedes Quartal ein Update, wir haben jetzt... Dieses Jahr wird das Stern oder also dieses Sternsystem auch fertig werden, zum großen Teil zumindest. Und wir haben sehr, sehr viele Systeme schon drin, auch wenn immer wieder Sachen verschoben werden, wie das Salvaging und so weiter. Ja, es werden Sachen verschoben, das ist richtig, aber kein Vergleich zu früher. Ne? Es ist ein riesen, ein himmelweiter Unterschied. Squadron 42, gleiches Ding. Wir haben jetzt eine Roadmap für Squadron 42. Wir haben eine Beta-Ankündigung für nächstes Jahr schon. Selbst wenn sie das nochmal verschieben, ist das immer noch mehr, als wir vorher hatten. Vorher gab es nämlich quasi gar nichts, außer irgendein beliebiges Release-Datum ohne genaue Angaben. Wir können den Fortschritt perfekt weiter begutachten und insofern habe ich da auch keine Sorge. So, und deswegen habe ich das Let's Play auch angefangen, weil ich mag Star Citizen sehr. Ich habe mich vorher aber nicht, ja, nicht unbedingt nicht getraut, aber ich fand es vorher irgendwie doof, da groß was zu machen, weil es einfach für mich nicht weit genug war. So, das hat sich wie gesagt geändert, darauf geht der Artikel gar nicht ein, deswegen ist der Artikel aus meiner Sicht Müll. Aber das ist wie gesagt nur meine Meinung. Lest euch gerne den Artikel mal durch und da werdet ihr feststellen, wenn ihr dann vergleicht, was sie an Kritikpunkten ansprechen und dann googelt ihr vielleicht mal danach, dass es diese gleichen Kritikpunkte schon immer gab. Irgendwelche Aussagen von Entwicklern, die das vielleicht nicht so geil finden, dass Chris Roberts ein Perfektionist ist. Okay, ja, der Typ ist halt ein Mensch mit Ecken und Kanten. Wer ist das nicht? Also es sind ja viele Menschen, die Ecken und Kanten haben. Er will die Kontrolle über sein Spiel haben, verständlich. Wir finden es ja bisher alles eigentlich gut, was sie machen. Oder denke mal, da stimmt ihr mir schon zu, dass diese Detailverliebtheit, diese tollen Raumschiffe, diese Ausgestaltung und so weiter, das ist eben alles, das sind Dinge, die zeichnen Star Citizen aus. Die hast du bei keinem anderen Spiel. Und dann sage ich mal, okay, wenn irgendein Entwickler nicht damit einverstanden ist, dann soll er halt zu EA gehen, wo er irgendwas schnell zusammenwurschtelt und dann das irgendwie, ja, weiß ich nicht, ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt gar niemanden da kritisieren, aber es ist halt eine andere Unternehmensphilosophie und wenn einem das nicht gefällt, dann ist es okay, dann kann man ja wieder kündigen oder so, ne? Aber dann sollte man dann nicht irgendwie so tun, als wäre das was Schlechtes. Es ist einfach nur anders und wir werden sehen in der Zukunft, das wird sich natürlich noch zeigen, ob diese andere Philosophie, die hier CRG hat, eine bessere Philosophie ist oder eine schlechtere. Das wird sich, wie gesagt, noch zeigen. So. Und zum Schluss des Videos, sind wir doch schon wieder relativ lang mit dem Video, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe gesagt, der Artikel bezieht sich eben nur auf den ganzen alten Kram. Das Einzige, wie gesagt, was eben neu ist, in Anführungsstrichen neu ist, das Privatleben von Chris Roberts und seiner Frau. Aber, naja, sagen wir einfach mal, das ist kein Niveau, auf das ich mich begeben will und ich finde es auch unwürdig, dass Forbes sich da reinsteigert, denn das wurde eben auch gesagt, dass der Forbes-Artikel eben sehr, sehr stark in diese Richtung geht, Boulevard. Also es ist wirklich sehr, sehr stark in diese Richtung gegangen, Chris Roberts, seine Ex-Frau, seine neue Frau und hin und her, was eigentlich mit dem Game gar nichts zu tun hat. Ja. Und insofern würde ich, das ist meine Empfehlung, lest euch den Artikel natürlich trotzdem durch, bildet euch auf jeden Fall eure eigene Meinung, aber lasst euch nicht einreden, dass das jetzt irgendwie toll nachrecherchiert wurde und das sind jetzt grandiose Erkenntnisse, die man jetzt neu gewonnen hat, das ist eben wirklich nicht der Fall. Und vielleicht da also zu eurer Beruhigung kann ich nur sagen, es wäre vielleicht spannender, wenn Forbes einen Artikel gemacht hätte, der ein bisschen aktueller ist, aber der hätte sich wahrscheinlich nicht ganz so gut verkauft wie das. Denn es ist immer leichter, wenn man Klicks haben will oder bei Zeitungen halt irgendwelche Verkaufszahlen, Drucke und so weiter, wenn man irgendwas Großes kritisiert. Und ein Hinweis, der das auch beweist, aus meiner Sicht zumindest beweist, ist, dass sie haben in ihrem Artikel auch einen Bäcker interviewt und der hat halt im Prinzip das gesagt, was wir alle sagen. Wir glauben an das Spiel, wir wollen, dass es fertig wird, wir mögen diese Philosophie auch und wir sind auch bereit, da den ein oder anderen Euro reinzustecken, der eine mehr,
der andere weniger, das ist schon klar. Und wenn irgendwas verschoben wird, dann hat das meistens schon irgendwie einen Grund. Ne? Das ist nicht einfach nur, weil sie keine Lust haben, das zu entwickeln, sondern es hat dann schon irgendwie Sinn. Und der wurde halt zum Beispiel auch diffamiert in dem Artikel als Gläubiger wie bei einer Sekte oder so. Und das finde ich schon so ein bisschen ekelhaft, wenn man so über die Leute spricht, die hier ein Spiel supporten. Denn wenn man es so sieht, ist jeder Publisher auf der Welt auch ein Gläubiger, weil der Publisher halt das Spiel finanziert und wir als Community sind bei Star Citizen quasi der Publisher. Ja? Und wir haben ja auch gesehen in den letzten Jahren, was für Games, nicht alle, aber was großteils für Games rausgekommen sind, die halt echt nichts Neues gemacht haben, die einfach nur, ich weiß nicht, das fünfte Battle Royale und dann hier der nächste Multiplayer-Online-Shooter und Anthem und so weiter, ihr habt das ja alles mitbekommen, das sind alles eher so B-Spiele, das sind so Games, da denkt man sich so, ach ja, das kann man mal ein Stündchen zocken und dann ist aber auch irgendwann wieder gut. Ich will keins Spiel in den Dreck ziehen, aber es ist alles nichts Neues. Das Einzige, was wirklich neu ist, ist hier Star Citizen, von der Entwicklungsart her, von den Inhalten her, von der Größe und der Technologie. Und sowas muss es eben auch geben. Und ich finde es einfach Quatsch, solche Leute dann als Sekte oder so abzustempeln. Das, wie gesagt, da hat sich wirklich die Forbes selbst keinen Gefallen getan, aus meiner Sicht, dass sie hier auf Bildniveau abgesunken sind. Und naja, das ist aber, wie gesagt, das ist nur meine Meinung dann jetzt zum Schluss noch gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen da die Angst nehmen, sofern sie denn vorhanden war. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wie seht ihr das? Seid ihr der Meinung, dass das Spiel viel, viel schneller entwickelt werden müsste und man dafür gerne auf Details verzichtet? Oder sagt ihr, nee, das ist schon gut so, dass man hier wirklich mal was Außergewöhnliches entwickelt, was mehr Details hat, was mehr Verliebtheit hat als die meisten anderen Spiele auf der Welt? Und dafür auch gerne mal ein Jahr länger wartet, im Zweifel. Würde mich mal interessieren. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. With 65 degrees, last time I is, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Some go down on the road.